Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Patch Notes Rundown für SnowRunner Patch 5.0. Der Patch steht in den Startlöchern und wird am 9. Juni veröffentlicht. Schauen wir uns als erstes die plattformübergreifenden Änderungen an. Auf Taimir, dem Russlandgebiet, wird es eine neue Map mit dem Namen Riss geben. Diese beinhaltet unter anderem neue Missionen und drei neue Upgrades und sie ist von der Map Steinbruch erreichbar. Als nächstes wird es zwei neue Fahrzeugskins geben, einmal für den Derry Longhorn 3194 und zum anderen für den Khan Lofi F. Die wohl am sehnlichsten erwartete Änderung kommt auch mit Patch 5.0. Ihr habt dann nämlich die Möglichkeit, bis zu vier verschiedene Speicherstände anzulegen. Darüber hinaus gibt es auch für die Multiplayer eine erfreuliche Nachricht. Mit Patch 5.0 könnt ihr nun auch endlich zusammen zwischen den Regionen wechseln. Für den PC gibt es noch einige kleinere weitere Änderungen. Unter anderem können installierte Mods das Standard-Display im Spiel verändern. Lenkradspieler können sich am PC über veränderbare Force-Feedback-Einstellungen freuen. Für Konsolenspieler kommt diese Änderung aber vermutlich erst ein bis zwei Wochen nach dem Patch 5.0. Des Weiteren wird es auf Mod-Maps nun, also auf gemoddeten Maps, nun die Möglichkeit einer Flycam geben. Darüber hinaus enthält der Patch eine Menge an Bugfixes. Die vollständige Liste dafür steht aber erst bereit, wenn der Patch veröffentlicht wurde. Der Public Test Server wird nach der Veröffentlichung von Patch 5.0 geschlossen, wird aber in Vorbereitung auf weitere Veränderungen wiederkommen. Die vollständige Liste der Patch Notes findet ihr auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und Feedback da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.